herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Bietigheim Steelers gegen den EC Bad Nauheim. Endstand vor 3069 Zuschauern, 4:2 für Bad Nauheim. Als allererstes darf ich allen Zuhörern und allen Zuschauern bei Spray TV und allen Eishockey-Fans ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen. Links neben mir der Trainer der Gäste, Petri Kujala. Rechts neben mir unser Coach Kevin Godet. Wie immer, auch im neuen Jahr gilt das erste Wort an unsere Gäste. Petri, deine Einschätzung zum Spiel? Ja, guten Abend. Erstmal, ich dachte, dieser Tag kommt nie, dass ich in Bietigheim gewinne. Jetzt ist es endlich mal so weit. Und natürlich in der Situation, wo wir momentan sind, desto wichtiger. Und Kompliment an meine Mannschaft, wie wir gearbeitet haben, an uns geglaubt haben. Natürlich, Jan Kuric ein Tor, paar gute Saves sofort in Anfang. Aber wir haben auch unsere Chancen nach vorne gesucht und heute hat es gereicht. Hilft uns natürlich nicht viel, wenn wir nicht am Sonntag weitermachen, da wo wir heute aufgehört haben. Danke, Petri. Kevin, deine Stimme zum Spiel. Schönen guten Abend. Glückwunsch natürlich an Petri und seine Mannschaft. Ich denke, wir wissen alle, dass wo sie stehen in der Tabelle, ist nicht, wo sie müssen. Manchmal man hat eine schlechte Zeit und ich bin mir sicher, dass sie werden einen Weg finden, nach oben zu gehen. Von unserer Seite, ich habe gehofft, irgendwie, dass wir schießen das erste Tor. Wir haben den Momentum gebraucht, weil wir sind eine Mannschaft, das ist, ich habe das schon gesagt, wir sind müde. Wir sind müde im Kopf. Wir haben mehrere Ausfälle, aber wir haben auch drei Mann krank gespielt heute. Und ich sage das, weil man hat nicht viel Energie gesehen. Die Nahheimer war besser als das erste Drittel. Und nach der Führung, es ist einfacher, mit der Führung zu spielen. Sie haben oft mit fünf Mann zurückgespielt, ja, auf die Konter gewartet. Und wenn du hast nicht viel Energie, ist es hart, Chancen zu kriegen. Obwohl wir hatten drei offene Tore verpasst. Wir hätten vielleicht nur einen gebraucht, aber es ist, wie das ist. Wir haben Spiele, McKnight zum Beispiel, in letzter Zeit spielt 30 Minuten pro Spiel. Die meisten Zeit haben wir einen Ausländer gespielt. Nochmal, ich will nicht so viel Vorwürfe machen an die Mannschaft. Wir waren zu Hause am Mittwoch um 7 Uhr morgens und das hilft auch nicht. Und ich denke, man will die Entschuldigung hören und das sind die Entschuldigungen. Normalerweise, ich bin nicht ein großer Entschuldigungsmann, aber wenn ich habe wirklich diese Tank war leer, einfach. Wir haben in den letzten Drittel normalerweise haben wir viel mehr vom Spiel und das war nicht möglich, einfach. Wir waren leer. Und ist es schade, aber es ist so. Hoffentlich nächste Woche kriegen wir ein, hoffentlich zwei vielleicht zurück. Und wir müssen unsere Tanken wieder hochbringen, so wie kein Spielen Steeler Eishockey. Dankeschön. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Ja. Frage an Kevin. War es wirklich nur der leere Tank oder hat man sich auch so ein bisschen vom Schiedsrichter, von seiner komischen Linie rausbringen lassen? Frage geht an Kevin Godet. War es wirklich nur der leere Tank oder lag es auch an der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung? Es ist schön, dass es kommt von dir, weil ich habe etwas gesagt in Bayreuth, das hat mir 1200 Euro gekostet. So, das ist keine schlechte Meinung. Gibt es weitere Fragen? Ja. Kelly, kannst du sagen, an welche Spieler du denkst, die vielleicht zurückkommen könnten nächste Woche? Von den 1-2? Frage geht erneut an Kevin Godet. Welche Spieler könnten denn zurückkommen? Frey Cabana fängt an Dienstag. Er hat schon diese Woche trainiert. Ich denke, Waller hat mir auch gesagt, dass er möchte probieren. Wie gesagt, wir werden sie auch die beiden nicht zu schnell zurückbringen, weil die Playoffs sind in 7 Wochen. So. Aber das ist möglich. Gibt es weitere Fragen? Dem scheint mir nicht so. Dann wünschen wir unseren Gästen einen guten Nachhauseweg nach Bad Nauheim. Für die Steelers geht es am Sonntag in Kaufbeuren weiter. Das letzte Spiel wahrscheinlich für die Steelers am Berliner Platz. Und am Freitag sind dann die Star Bulls aus Rosenheim zu Gast in der EG Trans Arena um 19:30 Uhr. Bis dahin allen eine gute Woche. Ade.